3M vereinfacht die Grobreinigung in der Schweißnahtvorbereitung. 60 Jahre Schages. Vorstandswechsel beim IBU. Erstes Lightweight Technologies Forum in Düsseldorf. MSE-Kongress in Darmstadt. Damit hallo bei DVS-TV. Das Säubern metallischer Oberflächen ist bei der Vorbereitung für das Schweißen unerlässlich. Um vorhandene Zunderschichten, Korrosionsstellen, Altlacke usw. zu entfernen, werden die Bauteile dabei oft mechanisch von Hand oder im Durchlauf-Sandstrahlverfahren gereinigt. Und bei der Verwendung eines Winkelschleifers werden Drahtbürsten, Fächer oder auch Schrubbscheiben mit unterschiedlichem Erfolg zur Bearbeitung eingesetzt. Mit der Scotch-Brite Grobreinigungsscheibe aus dem Sortiment von 3M bietet das Unternehmen eine schnelle Möglichkeit zur Reinigung. Der auf Vlies federnd eingelagerte Silizium-Carbid-Hartwerkstoff ist in der Lage, dünne Zunder-Keramikschichten zu zerschlagen, während die rotierende Bewegung der Scheibe den Abrieb entfernt. In den Grundwerkstoff dringt das Schleifmittel dabei in der Regel nicht ein, sodass die Maßhaltigkeit erhalten bleibt. Zur Scotch-Brite Produktfamilie gehören unter anderem die Grobreinigungsscheiben der Typen XT und CG. Beiden liegt ein grobes, mit Siliziumcarbid versetztes Nylonvlies zugrunde. Die lilafarbene Type XT zeichnet sich durch höhere Verschleißfestigkeit aus, während die blaue Type CG flexibler ist und zur Beseitigung von Anlauffarben oft in der radialen Version zum Einsatz kommt. Der Laserschneid-Spezialist für große Größen, Schages aus Krefeld, feierte diesen Mai sein 60-jähriges Firmenjubiläum. Das inhabergeführte Traditionsunternehmen setzt von Beginn an nicht nur auf Kompetenz, sondern orientiert sich auch ständig an innovativen Entwicklungen bei der Lasertechnik in der Metallverarbeitung. Als Heinz Schages Senior 1956 den Schlossereibetrieb als selbstständiger Handwerksmeister gründete, war nicht abzusehen, dass heute die beiden Söhne den Betrieb bereits in der zweiten Generation mit Erfolg weiterführen würden. Im Jubiläumsjahr stehen gleich mehrere Investitionen an. Unter anderem sind eine Aufstockung der Lagerkapazitäten für Produktionsteile und eine Modernisierung und Erweiterung der Büroräumlichkeiten geplant. Außerdem wird die CNC-Biegekapazität auf 4 Metern zu 320 Tonnen erweitert. Dr. Hubert Schmidt übernimmt den Vorstandsvorsitz des Industrieverbandes Blechumformung IBU. Der Geschäftsführer der Hubert Stücken GmbH und Co. KG ist bereits seit 2013 im IBU-Vorstand aktiv und Nachfolger von Dr. Winfried Blümel. Schmidt stellt die Mitarbeiterqualifizierung, sinnvolle Qualitätsstandards in der Produktion und eine bürokratische Entlastung des Mittelstandes in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten. Um den anhaltenden Trend zur Verwendung moderner Multimaterialsysteme im Leichtbausektor zu spiegeln, wird im Rahmen der Aluminium und Composites Europe 2016 ein Lightweight Technologies Forum in Düsseldorf veranstaltet. Experten werden anwendungsorientierte Vorträge halten, die sich mit aktuellen Fragestellungen aus der Praxis befassen. Die Themen stammen aus den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrt sowie Architektur. Das Forum soll Anwender von Metall- und Faserverbundtechnologien näher zusammenbringen. Vom 25. bis zum 28. September finden das DGM-Nachwuchsforum und der DGM-Tag im Rahmen des MSE-Kongresses 2016 in Darmstadt statt. Der Material Science and Engineering wird alle 2 Jahre von der DGM an der TU Darmstadt ausgerichtet. Er ist der größte internationale und interdisziplinäre Kongress im Fachgebiet der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Flankiert wird der MSE von einer Firmenkontaktbörse und Fachausstellung. Und wir verabschieden uns. Eine charmante Woche wünsche ich Ihnen. Ade.